Ich kann spüren, dass ihr wieder hier seid. So voller Leben, so voller Schicksal. Was habt ihr mir mitgebracht? Ich kann Tiernochs Blick auf uns spüren. Diesmal ohne Schicksal. Beziehungsweise diesmal ändern wir das Schicksal. Ihr habt eure Macht gut genutzt. All dieses Potenzial. Lasst es uns kosten, ja. Ich hau euch zusammen mit dem Mobiliar kaputt. Sie hat einfach nur einen Teil der Schicksale herausgerissen, die ihr gestohlen habt, und sie gegen euch gewendet. Es ist womöglich nicht ganz unrichtig, sie als einen Gott zu sehen. Naja, das darf man, glaube ich, nicht überbewerten. So, Weißflocke ist natürlich super. Aber hier scheint nichts mehr zu sein. Dann machen wir uns mal weiter auf dem Weg, ne? Was ist das für eine kleine Höhle? Hier ist auf jeden Fall eine kleine Truhe. Nabholzborke. Dinge, die niemand braucht. Gold braucht man da schon eh. Steht meine Freiheit kurz bevor. Au! Wir dürfen nicht zulassen, dass Gadflot hier noch befreit. Das werden wir auch nicht. Guck mal hier, Waffen, Langbogen. Brauchen wir aber auch nicht, weil mit dem Bogen können wir nicht umgehen. Gebete haben dieses Gefängnis gesprengt. Aber er ist nicht derjenige, der mich befreien wird. Hört nicht hin! Ihr seid der Einzige, der die Macht besitzt, sie aufzuhalten. Ich höre ja auch nicht hin, aber dann musst du mich ja nicht so anschreien. Als ihr zum ersten Mal hier wart, war der Tod euer einziges Schicksal. Doch ich hatte eine bessere Verwendung für euch. Und ihr wart so begierig darauf, eure Rolle zu spielen. Ach, die erzählt doch nur. Erbärmlich. So, der kommt doch auch nicht mehr auf die Füße. Das einzig Dumme ist, dass ihr sie deinen Mut fallen lassen. Hierfür entschieden? Was meint sie damit? Ich habe keine Ahnung. Ich bin, weiß ich nicht. Ich kann mich ja nicht erinnern. Also so richtig entschieden habe ich mich, glaube ich, nicht. Ich habe euch die Freiheit geschenkt und nun seid ihr zurückgekehrt, um mir die meine zu gewähren. Nee, von wegen. Nur ihr besitzt die Macht, hier noch wieder in Amethyn einzusperren. Ich muss das Geheimnis ihrer Existenz von der Welt fernhalten. Sobald hier noch in ihr Gefängnis zurückgedrängt wurde, müssen diese Höhlen versiegelt werden. Das lässt nur noch eine Frage offen. Kann ich darauf vertrauen, dass ihr Tiernochs Existenz geheim halten werdet? Ich werde das Geheimnis bewahren, das ist doch klar. Ausgezeichnet. Nach allem, was ihr getan habt, wäre es wirklich zu schade, wenn ihr ein zweites Mal sterben müsstet. Finde ich auch. Falls ihr entkommt, werde ich euch beobachten. Und seid euch einer Sache bewusst. Ich werde jeden, der die Wahrheit darüber erfährt, was hier geschehen ist, persönlich zum Schweigen bringen. Geht nun. Verhindert, dass Tier noch vollständig in diese Welt kommt. Aber vergesst nicht, meine Klingen werden stets auf euren Nacken gerichtet sein. Könnt ihr mir irgendwie helfen? Nichts auf der Welt ist dazu bestimmt, Tier noch aufzuhalten. Deshalb seid ihr der Einzige, der überhaupt eine Chance hat.
Ich bin nur hier, um dafür zu sorgen, dass ihr sie auch ergreift. Na, okay. Was ist mit den Splittern des Schicksals? Tiernochs Macht ist gewaltig. Sie hat einfach nur einen Splitter dessen herausgerissen, was ihr hättet sein können, und ihn gegen euch gewendet. Als sie euch getötet hat, muss euch diese gewaltige Macht aus dem gesamten Gewebe des Schicksals gerissen haben. Aha. Okay, dann Hals und Beinbruch. Hier entlang. Hübsche Tür. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Na, wollen wir mal hoffen, dass das hier noch glimpflich ausgeht. Kommt, Schicksalsweber, bringt mir eure Kraft, opfert euch selbst und besiegelt das Schicksal eurer Welt. Es ist Zeit, über euer Schicksal zu entscheiden. Amethyn liegt dahinter. Und dort wird der Drache den Schleier zerreißen. Tretet näher, Sterbliche. Werdet Zeugen von Tiernochs Geburt. Werdet Zeuge eures eigenen Endes. Mein Schicksal liegt nicht hinter diesen Pforten verborgen. Ihr allein vermögt zu ändern, was geschehen soll. Geht! Willkommen zurück, Sterblicher. Wie fühlt man sich, wenn man an diesen Ort zurückkehrt? Spürt ihr den Schmerz eures Todes immer noch? Könnt ihr spüren, wie er in der Luft widerhallt? Und nun sollt ihr hier an diesem Ort Zeugen werden, Zeugen von der Geburt Tiernochs, Zeugen der Vernichtung der Alpha und des Anbruchs des ewigen Winters. Oh ja, sie kommt. Tiernoch die Mächtige, Tiernoch die Barmherzige, Balafela Tiernoch. Hohoho. Ach, du meine Güte. Tiernoch? Habe ich es gut gemacht, Herrin? Seid ihr zufrieden? Du hast deinen Zweck erfüllt. Aber ich kann euch noch weiter von... Und nun, Schicksalsloser, wird euch eures ereilen. Okay. Irgendwie müssen wir Tier noch besiegen. Oh.
und Jahre in diesem Gefängnis. Doch schon bald werde ich frei sein. Ich bin mir noch nicht so richtig sicher, was ich machen soll. Ach, warte. Kann ich nicht... Ah, Mist. Haha, jetzt habe ich dich. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wie ich dich besiegen kann. Ja, ja, wird euch kämpft und sterbt, so wie ihr es auch zuvor getan habt. Nein, Mist. Au. Ah, wir müssen... So, jetzt habe ich dich. Ihr seid nichts als Staub. Warum wollt ihr nicht sterben? Nicht sterben. Mann, oh Mann, oh Mann, dieser Kampf hat das aber echt in sich. Muss ich da richtig konzentrieren, deswegen bin ich leider jetzt ein bisschen stiller. Es tut mir total leid, aber... Mist. So, jetzt habe ich dich. So, noch einmal, dann sollte ich es vielleicht geschafft haben. Ah, Mist. Da hat sie mich erwischt. Die alte Tier noch. Ja, das tut mir auch leid für dich, aber irgendwie... muss sich das dann ja auch nicht wundern, ne?
Komm schon. Jetzt habe ich dich. Unmöglich! Unmöglich! Wow. Alles klar. Da knarzt mein Stuhl. Wie hätten wir wissen können, dass es ein neuer Anfang sein würde? Hätten wir dieses Ergebnis vorhersehen müssen? Wer wusste damals schon, was das Schicksal bringen würde? Ich hätte euch diese Nachricht gerne persönlich überbracht, um euch ein letztes Mal zu sehen. Allerdings wäre das kompliziert geworden. Mein Orden hatte andere Pläne für den Fall, dass ihr die Kristallfestung je verlassen solltet. Doch wenn es um euch geht, scheint kein Schicksal in Stein gemeißelt. Wir beide sind nur noch am Leben, weil man mir geglaubt hat, dass auf euer Schweigen Verlass sein wird. Ich hoffe, ihr macht keine Lügnerin aus mir. Sollten in den Tavernen Amalurs Geschichten über unsere Erlebnisse auftauchen, würde man mich bitten, euch aufzusuchen. Und wir beide wissen, dass euer nächster Tod endgültig sein wird. Doch genug davon. Euer Leben gehört euch. Findet heraus, was das Schicksal für euch bereithält. Oder welches Schicksal ihr anderen bringt. Vielleicht sehen wir uns eines Tages in glücklicheren Zeiten wieder. Bis dahin verbleibe ich. Die eure, Alyn Shear. Alter. Ich kann gar nicht fassen, dass es vorbei ist. Es ist Big Huge Games. Großartiges Spiel gemacht. Ich bin irgendwie extrem geflasht gerade. Also erstens war das ein genialer Endkampf. Also selbst wenn er zu kurz, weiß ich gar nicht, ob er zu kurz war. Aber er war machbar und das war auch nicht das Problem, aber irgendwie war, weiß ich nicht, so das perfekte Ende. Du hast wirklich gekämpft und dann hast du ein Ergebnis gehabt. Wow. Für alle diejenigen, die jetzt schon abschalten, sage ich schon mal tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann ich gucke mir jetzt hier noch die Endcredits an. Alleine auch schon aus Respekt für die Macher. Ich finde das immer ganz nett, wenn man dann die Namen dann nochmal sieht und wie gesagt, es steht jetzt noch ein DLC aus, das heißt, das Let's Play ist noch nicht zu Ende. Aber die Hauptquest ist zu Ende und wir werden jetzt noch die Szene von Naros, glaube ich, heißt der DLC. Den werden wir natürlich noch spielen, das ist ja ganz klar. Haben wir auch teuer Geld für bezahlt, ne? Ja, so ist das ja nicht. Aber ich bin echt froh, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Produzenten Sean Bean? Ist das der Sean Bean? Der ich sterbe in jedem Film Sean Bean? Ey. Dann bin ich dem Mann nochmal so dankbar als ohnehin schon für seine großartige schauspielerische Leistung und jetzt als Produzent von Kingdoms of Amalur Reckoning. Und Mike hätte man besser mal Max genannt. Das wäre, glaube ich, an Coolness-Faktor noch zu überbieten gewesen. Ähnlich zu überbieten gewesen. Aber Mike Payne ist bestimmt auch ein netter Kerl. Und deswegen. Ja, auch großartige Musik, die ich leider, weil ich sehr viele Copyright-Claims bekommen hatte, die falsch waren. Weil das ist eigentlich kein Problem, dieses Spiel zu spielen. Aber ich hatte da keinen Bock drauf, dass irgendjemand anders dann mit meinen Videos da sich ein Reibach verdient und ich dann erstmal wochenlang
darauf warten muss, dass das YouTube da irgendwas macht. Deswegen habe ich die Musik immer ein bisschen leise gedreht. Ich hoffe, das kann man mir verzeihen. Und ja, auch die Sprecher genial. Das sind so diese Stimmen, die man kennt und die man über die Zeit auch lieben gelernt hat. Und weiß nicht, die Vertonung war eigentlich schon sehr gut. Ich meine, klar, es war nicht lippensynchron. Ich weiß nicht, ob es an der englischen Fassung, an der deutschen Fassung liegt oder also ob die im Englischen vielleicht dann doch lippensynchron ist. Vielleicht durch das Wave-File und bei den deutschen Wave-Files hat das vielleicht nicht richtig funktioniert. Deswegen, da sieht man jetzt auch nochmal die englischen Sprecher. Da ist auch Gwyn und König Wenzen. Und andere Stimmen gibt es da auch noch. Nee, aber es ist ein super tolles Action-RPG gewesen. So ein bisschen Hack-and-Slay-RPG. Und, weiß ich nicht, ich bin von dieser Welt, die da geschaffen wurde, einfach extrem geflasht. Also ich würde da gerne noch mehr von sehen. Weil das ist eine großartige Welt. Auch die DLCs, muss man sagen, den einen DLC, den wir schon gespielt haben, mit dem toten Kell. Das ist wirklich ein DLC, für den ich gerne bereit war, Geld auszugeben. So jetzt im Nachhinein. Weil der DLC wirklich Story gemacht hat. Sie haben auch nochmal eine interessante Geschichte dazu gemacht. Und wie gesagt, für sowas gebe ich gerne DLC-Geld aus. DLC-Geld. Herunterladbares Geld. Bitcoins. nein, dafür gebe ich natürlich gerne Geld aus, weil mal ganz klar, da ist Arbeit reingegangen. Da haben wir nochmal das EA-Logo. Big Huge Games wurde, glaube ich, von EA dann gekauft. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Deswegen läuft das Ganze jetzt unter EA. Und wie gesagt, wenn EA meine Meinung interessiert, wahrscheinlich nicht, aber macht auf jeden Fall einen zweiten Teil, setzt da genauso viel Arbeit rein. Und dann wird das ein wunderbares Spiel. Merzt noch einige Schnitzer aus, wie zum Beispiel, dass man nicht springen kann oder dass man nur an bestimmten Stellen irgendwo runterspringen kann. Aber lass das auf dieser Welt basieren und vor allem auch auf diesem System, weil es wirklich einfach zu lernen ist, auch einfach durchzukommen ist, wenn man sich erstmal da rein gedacht hat. Aber ich denke mal, dass man da noch extrem viel mehr machen kann, wenn man wirklich sich dann die Zeit nimmt, wirklich jedes einzelne Detail zu erlernen, also jede Fähigkeit und solche Sachen. Deswegen, also meine Taktik war ja eigentlich immer sehr ähnlich. Warum ein System, das funktioniert, auch kaputt machen? Aber ja, großartig. Also ich bin extrem begeistert von diesem Spiel. Und ja, man kann eigentlich nichts anderes sagen als vielen, vielen Dank für dieses Spiel. Und wenn ich da so zurückdenke, wo wir vor circa einem Jahr angefangen haben, ich glaube irgendwann im Februar haben wir angefangen, wo das eigentlich nur so begonnen hat. Ja, man ist einfach wiedererweckt worden und wusste am Anfang noch nicht so richtig. Dann hatte man am Anfang, diesen einen Zauberstab. Wo ich auch dachte, das ist doch Pipifax. Ich will keinen Zauberstab, ich will was Richtiges haben. Und wir hatten am Anfang ja auch ein bisschen mit diesen Zauberstäben dann gearbeitet, aber ich bin nicht so der Magier-Typ. Ich bin da eher so der Haut-drauf-Mensch. Und weiß ich nicht, dieses Spiel hat von Anfang an wirklich überzeugt.
mit einem gewissen, da quietscht schon wieder mein Stuhl, ist nicht meine Hüfte. Und weiß ich nicht, das ist bis jetzt immer so ein Spiel gewesen, wo ich mich richtig drauf gefreut habe, das wieder aufzunehmen. Ich weiß jetzt gar nicht, was das vernünftig ersetzen kann. Also ich habe schon eine Idee, welches Spiel dieses hier ersetzen wird. Es wird wahrscheinlich The Witcher 3 sein. Ich bin mir allerdings noch nicht sicher, ob es wirklich sofort oder ob erstmal so eine kleine Pause dann kommt. Ach, die Big Huge Engine. Und natürlich Bing Video, ist ja klar. Die sind ja die Videohelden. FaceFX. Ja, hat man manchmal nicht ganz gesehen, wenn es dann mal nicht mehr lippensynchron war. Fmod. Und Havoc Engine, natürlich. Oder ist das eine Library? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall wird Havoc auch benutzt. Havoc, Recast, Navigation Toolkit. Ach, die Wegfindung für die Gegner. Ja, zum Teil war auch die ein bisschen angeschlagen. Ich weiß noch, dass das eine Mal hat mir die eine mitgenommen, anstatt den anderen. Und die hat sich ja überall nur festgefranst. Und ja, geht doch mal auf reckoning.com. Und wenn euch das Spiel gefallen hat, dann kauft das ruhig. Ich glaube, da gibt es noch eine Menge zu entdecken. Und wir haben gerade schicksalsverachtend den Erfolg freigeschaltet, das Achievement. So, du hast Tier noch bezwungen und den Kristallkrieg beendet. Die Tragweite dieser Ereignisse wird ewig in der Geschichte Amalurs widerhallen. Dank dir ist die Welt frei von den Fesseln des gnadenlosen Schicksals. Plus 5 Schaden, plus 5 Schadensresistenz, plus 10 Mana und plus 10% Leben. Ja, vielen Dank. Und wo wachen wir auf? Ach ja, in unserer dicken großen Bude, ne? In Adessa. Adessa heißt die Stadt, oder? Das ist der Obrokant. Nee, gar nicht. Ach, wir sind in Rathir. Okay. Na gut, wenn wir in Rathir sind, können wir natürlich auch in Rathir sein. Ich guck mal hier nochmal in unsere Dings. Guck mal hier, Lager 103 von 155. Da müssen wir, glaube ich, mal aufräumen. Und ich glaube, ich suche mir jetzt hier noch ein schönes Plätzchen. Na sowas! Oh. Ihr seid also endlich wach! Ihr habt uns einen ziemlichen Schrecken eingejagt, aber ihr seid hier und der Krieg ist so gut wie vorbei. Worüber sollten wir uns also beklagen? Was ist denn passiert? Ich hatte gehofft, das könntet ihr uns sagen. Kydan und ich haben gerade gegen ein paar Nachzügler gekämpft, als urplötzlich dieses grauenhafte Geheule losging. Ich schätze, ihr müsst Gadflo bezwungen haben, denn die Tuata haben angefangen zu schreien und sind geflohen. Es gibt noch immer einige, die sich wehren. Aber ihnen fehlt das Feuer. Versteht ihr? Und kurz danach ist Alyn aufgetaucht, mit euch über der Schulter. Sie hat mir gesagt, ich soll auf euch aufpassen und sicherstellen, dass ihr in Ordnung seid. Sie hat eine Notiz für euch hinterlassen. Aber ich bin nicht so dumm, dass ich eine persönliche Nachricht von jemandem wie ihr lesen würde. Der Krieg ist vorbei. Und was machen wir jetzt? Es gibt noch immer einige Tuata, die sich nicht ergeben wollen. Aber ja, der Krieg ist vorbei. Ihr hättet mal den Festzug in Rathir sehen sollen. Und wie es jetzt weitergeht? Nun, das ist wirklich eine gute Frage. Wisst ihr, eine Menge Soldaten haben mich nach dem Ende der Kämpfe um eine Deutung gebeten, aber so sehr ich mich auch bemühe, ich kann niemandes Schicksal vorhersehen. Weil ich Tier noch aufgehalten habe. Tier noch? Ihr erwartet doch wohl nicht, dass ich euch glaube, dass Gadflos Gott wirklich existiert hat, oder? Nein. Nein, das ist unmöglich. Aber was auch immer dort unten geschehen ist, hat alles verändert. Zumindest für den Moment. Und vielleicht für immer. Agard, erzähl mir was über dich. Ich war in meinem Leben schon vieles. Held und Herzensbrecher, Schicksalsweber und Versager.
Und das alles durch die grausame Hand des Schicksals. Bis ihr kamt, hatte ich nie die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, was ich sein wollte. Ich danke euch. Und was ist mit Aline Shear? Erst arbeitet sie mit uns zusammen, dann verrät sie uns und dann rettet sie euch das Leben. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich von dieser Frau halten soll, aber ich habe das Gefühl, wir schulden ihr etwas. Nicht, dass ich wüsste, wie wir sie finden oder uns bei ihr revanchieren könnten. Ach, da wird sich die ein oder andere Gelegenheit bieten. Was weißt du über Amethin? Ich habe nur Legenden darüber gehört, aber es ist offenbar eine tiefe Höhle unterhalb von Bale. Sie dient entweder der Meditation des Winterkönigs oder ist der Ort, an dem die Feien nach ihrem Tod wieder zurückkehren. Und Kydan? Als ich ihn das letzte Mal sah, hat Kydan um das Haus der Sorgen getrauert. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, was er und sein Volk durchmachen müssen. Grüßt ihn von mir, wenn ihr ihn seht. Die Winterfeien sind anständige Leute. Sie haben das, was Gatflo ihnen angetan hat, nicht verdient. Nee, das stimmt. Und der Krieg ist wirklich vorbei? Ihr habt den Krieg so gut wie beendet und mit Sicherheit sein Schicksal verändert. Jeder Sterbliche in den Feien Landen ist euch zu Dank verpflichtet. Natürlich sind noch immer einige versprengte Tuatha übrig, aber sie haben keinen Anführer mehr. Und die Gefahr, die sie darstellen, ist nicht mehr annähernd so groß wie zuvor. Das ist gut. Und hat man von Gatflo noch irgendwas gehört? Was auch immer ihr mit Gatflo angestellt habt, er ist tot. Und zwar endgültig. Kydan sagt, er würde nicht wiedergeboren werden. Mir ist allerdings schleierhaft, wie er sich da so sicher sein kann. Erzähl mir über das Schicksal. Nun ja, seit ihr aus Alabastra zurückgekehrt seid, kann ich für niemanden mehr auch nur eine Stelle des Gewebes deuten. Was auch immer ihr getan habt, hat uns nicht nur den Sieg in diesem Krieg beschert, es hat auch uns allen die Möglichkeit gegeben, unsere Schicksale selbst zu bestimmen. Sehr gut. Und die Tuatha kämpfen jetzt nur noch vereinzelt. Es gibt immer noch jede Menge Tuatha. Aber ohne Gatflo, der ihnen Tirnochs Worte überbringt, sind sie wahnsinnig geworden. Das kann auch ein Nachteil sein. Und Ventrinio? Der knorrige Irre hat es also nicht geschafft, aus Alabastra rauszukommen? Ich kann nicht behaupten, dass mich dieser Verlust zu Tränen rührt. Alles klar. Agat, dann bis später. Guten Morgen, Herr. Guten Morgen. Und nenn mich nicht Herr. Ich muss mal die frische Luft. Einfach nur an die frische Luft. Ach ja, wir sind relativ hoch, ne? So, hier unten in den Garten. Die Göttin möge über euch wachen. Ja, und über euch auch. Und so verabschiedet sich jetzt Krom für diese Aufnahme. Wie gesagt, DLC spielen wir noch von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Comment hinterlassen oder eine Nachricht schreiben oder auf Twitter einmal kurz antwittern oder Rauchzeichen geben oder was auch immer. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und abonnieren und favorisieren und kommentieren natürlich nicht vergessen und alles gleichzeitig und immer schön unter jedes Video und ja, dann danke ich, dass ihr zugeschaut habt und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Also, bis dann. Tschüss.